Hallo und willkommen bei die Autotester. Heute mit einer weiteren Verbrauchsfahrt und zwar mit dem Mercedes-Benz Marco Polo, dem Reisemobil von Mercedes. Wir fahren ihn in der Ausstandslinie Edition mit der Top-Motorisierung als 300D und wollen uns jetzt mal anschauen, nicht nur was der verbraucht, denn wir haben rund 1400 Kilometer auf der Autobahn fahren, sondern auch was das Auto so auszeichnet, was er kann. Denn es gibt im Fahrzeug unglaublich viele Dinge zu entdecken, die zum Beispiel das Leben im Van angenehmer, ja, und komfortabler machen. Und natürlich gibt es während der Fahrt viele Informationen zum Marco Polo im Allgemeinen und selbstverständlich auch zu unserem hier im Speziellen. So, los geht's hier, unsere Fahrt. Wir fahren mit unserem Marco Polo jetzt rund 1300 Kilometer mit einem Zwischenstopp inklusive Übernachtung. Und ich bin mal sehr gespannt auf den Verbrauch, denn der Wagen wird angetrieben von einem 2 Liter Diesel. Der liefert 176 kW bzw. 239 PS und ist hier gekoppelt mit einem 9-stufigen Automatikgetriebe, das dann wiederum die Hinterachse antreibt. Aber so ein großer Camper, der wiegt ja auch ein bisschen was und hat eine, ja, recht wenig positiv aerodynamische Form. Und daher bin ich sehr gespannt, was wir tatsächlich verbrauchen. Der Mercedes sagt, der soll nur 6,1 Liter im Durchschnitt brauchen. Und das halte ich für, ja, eine sehr, sehr optimistische Schätzung. Aber nichtsdestotrotz, ich melde mich immer wieder zwischendurch, gebe euch ein paar Infos zum Auto und natürlich auch zum Verbrauch. Und wie gesagt, ganz am Ende wird abgerechnet, denn wir haben gerade vollgetankt, haben alles auf Null gesetzt. Und jetzt wollen wir doch mal schauen, was am Ende des Tages tatsächlich für eine Zahl dasteht. Vor allen Dingen dann, wenn wir nachtanken. So, das ist sie, die Beladung für unsere Reise. Nämlich meine Familie, meine Frau, meine Tochter, mein Sohn, mein Hund und natürlich ich. Und deswegen denke ich, wenn wir dann das Gepäck dazu tun, ist das tatsächlich die typische Beladung für so ein Wochenende in einem Campervan. Wie immer fahren wir natürlich entsprechend der Verkehrsvorschriften. Wie immer fahren wir normal. Das heißt, ich fahre diesen Marco Polo so, wie ich ihn fahren würde, wenn es mein eigener wäre. Und wie immer schauen wir natürlich, dass wir nicht, ja, besonders auf den Verbrauch achten, sondern einfach ganz normal rollen lassen. Wir werden uns auf der Autobahn, das ist der größte Teil der Strecke, an die Richtgeschwindigkeit mit 130 halten, auch wenn der Wagen grundsätzlich viel schneller kann. Und aktuell haben wir hier eine Außentemperatur von nur 13 Grad. Sodass wir hier natürlich im Auto die Klimaanlage anhaben, damit es nicht ganz so kalt wird. Und die ist wie ebenfalls immer auf 22 Grad eingestellt. Von mir gibt es natürlich während der Fahrt immer mal wieder ein Update zum Thema Verbrauch und natürlich weitere Informationen zum Fahrzeug und zu den Ausstattungen unseres Testwagens. Wenn ihr euch den Marco Polo von vorne anschaut, dann stellt ihr schnell fest, boah, der kommt schon ganz schön massig daher. Und das liegt unter anderem daran, der Wagen ist 2,25 Meter breit inklusive Außenspiegeln. Und das merkt ihr sehr schnell, wenn ihr auf der Autobahn unterwegs seid und fahrt in der Baustelle und seid links. Da wird es neben dem LKW relativ schnell sehr kuschelig. Ansonsten, das Fahrzeug hat die Farbe, die nennt sich Selenit Grau Metallic. Die ist bei unserem Fahrzeug hier, ja, ohne Aufpreis mit dabei. Finde ich, passt sehr gut, vor allem zu den schwarzen Akzenten am Fahrzeug. Und wenn wir über Schwarz sprechen, sprechen wir über den Kühlergrill, denn das hier ist der AMG-Kühlergrill, oder zumindest der Kühlergrill der AMG-Line, die wir bei unserem Fahrzeug ebenfalls mit an Bord haben. Aufpreis dafür sind rund 2400 Euro. Dafür gibt es aber unter anderem auch hier den anderen sportlicheren Frontstoßfänger, der dem Auto so ein bisschen mehr, wie ich finde, schick an der Front verleiht. Wichtiges Thema beim Marco Polo ist zu wissen, der hat serienmäßig nur Halogenscheinwerfer mit an Bord. Unserer jedoch in der Ausstandslinie Edition hat serienmäßig die sonst aufpreispflichtigen LED-Scheinwerfer dabei. Die kosten, glaube ich, sonst 1950 Euro extra. So, die ersten 100 Kilometer haben wir jetzt geschafft und haben den Verbrauchswert, den Mercedes hier angibt, noch nicht wirklich erreicht. Also wir haben uns runtergekämpft von weit über 9 auf jetzt aktuell 8,4. Und wir sind tatsächlich die ganze Strecke eigentlich zu keiner Zeit schneller als 140 gefahren, die meiste Zeit tatsächlich 130 oder langsamer und haben auch nie irgendwie stark beschleunigt oder ähnliches. Also sagen wir, dieser Wert von 8,4, da bin ich sehr gespannt, ob wir da noch was dran tun können. Wir sind aktuell eine Stunde unterwegs. Außentemperatur hat sich ein bisschen, ja, verbessert. Wir haben 16,5 Grad jetzt und ich bin tatsächlich gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich melde mich dazu zwischendurch immer mal wieder. Wenn wir über das Thema Temperatur reden, müssen wir über das Thema Klimaanlage sprechen. Und hier im Auto ist es so, dass ich normalerweise immer sage, 22 Grad, das ist so meine Wohlfühltemperatur im Fahrzeug. Hier allerdings habe ich tatsächlich mittlerweile meine Klimaanlage auf 21 Grad eingestellt, denn das ist tatsächlich eher der Wert, den ich hier als angenehm empfinde. Die 22 waren definitiv zu warm. Wenn wir über das Thema Komfort im Auto sprechen, was auffällt, ist, dass das Fahrwerk des Wagens extrem viele Dinge einfach wegschluckt. Das merkt man vor allem hier auf der Autobahn. Der Wagen liegt extrem ruhig, immer so ein bisschen wie ein Schweben. Ganz seicht und sanft geht er über die Unebenheiten weg. Und hier und da hört man was, aber wirklich fühlen tut man es nicht. Und das ist ein bisschen eine Kombination aus dem Fahrwerk und auch dem Sitz hier im Auto.
Und wenn wir über den Sitz reden, dann muss ich ganz klar sagen, im Grunde genommen ist der richtig bequem, bietet auch, wie ich finde, ausreichend Seitenhalt. Aber es gibt so zwei, drei Sachen, die mir nicht so gut gefallen. Zum einen, für große Menschen wie mich ist die Beinauflage, wie ich finde, definitiv zu kurz, zumindest bei der Fassung, die wir hier haben. Und was mir ebenfalls nicht so gut gefällt, sind diese Armlehnen hier. Denn die kann ich zwar in der Höhe einstellen, wenn ich das möchte, aber die sind für große und breite Menschen wie mich einfach A, zu nah am Sitz und B, im Grunde genommen zu kurz, um wirklich einen Plus beim Komfort zu bieten. Wenn wir uns die Seite von unserem Marco Polo anschauen, dann fallen natürlich sofort die schönen großen schwarzen Alus auf, die wir hier auf dem Fahrzeug haben. Die sind aber nicht Serie. Normalerweise hat der Marco Polo 16 Zoll Räder an Bord. In der Edition-Ausstattung hat er 17 Zöller. Diese 19 Zoll hier von AMG sind bei uns Teil des AMG-Ausstattungspakets. Insgesamt ist das Auto ein ziemlicher Brocken. Wenn ihr euch das anschaut, der ist schon lang. Ne? 5,14 Meter sind es genau, also schon eine ordentliche Hausnummer. Und zwischen den Achsen der Radstand 3,20 Meter. Und das sorgt natürlich für viel Platz im Innenraum. Was mir beim Auto sehr gut gefällt, das ist die Nase hier vorne. Der ist richtig schön flach und das sorgt natürlich dafür, dass der Wagen, sag mal, gut im Wind liegt. Also das heißt, wir haben nicht diese gerade Front, die halt sehr viel Luft vor sich herschiebt, sondern eine schöne flache Front, das macht Sinn. Insgesamt ist er übrigens ganz knapp unter 2 Meter hoch. Ich glaube 1,99 sind es. Da sind die Zahlen etwas unterschiedlich. Hier heißt es 1,99, da heißt es 1,98. Ich denke, das ist wurscht. Das allerdings nur mit eingefahrenem Dach. Hat aber den großen Vorteil, ihr könnt damit im Grunde genommen bedenkenlos in jedes Parkhaus fahren. Was es bei Marco Polo natürlich auch noch gibt, das ist hier an der Seite die große Schiebetür. Was sich dahinter verbirgt, das schauen wir uns natürlich separat an. Sprechen wir nochmal über das Thema Platzangebot. Mit über 5 Meter Länge bietet der Marco Polo natürlich mehr als genug Raum. Und das gilt auch für Fahrer und Beifahrer. Und so habe ich hier nicht nur noch ausreichend Kopffreiheit, sondern auch für die Schultern, für die Beine eigentlich für alles genug. Auf der Beifahrerseite ist es natürlich ganz genauso. Und auf der Rückbank, ich glaube, da hat man Beinfreiheit, da kann man mit schnellsten sitzen. Liegt aber daran, dass wir hier in unserem Marco Polo eben eine volle Küche drin haben. Und das bedeutet, es dürfen hier nur 2 Leute hinten sitzen. Also der Wagen ist zugelassen für maximal 4 Personen. Und damit hat man hinten natürlich wirklich Platz, um die Beine auszustrecken und sich's richtig gut gehen zu lassen. So, jetzt haben wir die 300 Kilometer geschafft. Und ja, die letzten 2 Stunden sind wir im Grunde genommen schön ruhig gefahren, nicht schneller als 130. Eigentlich die ganze Zeit mit Tempomat und wie wir sehen, haben wir jetzt einen Wert von, ja, jetzt gerade umgesprungen, wirklich auf 8,3 Liter, vorher waren es die ganze Zeit 8,4, hier 100 gefahrene Kilometer und sind natürlich immer noch sehr, sehr weit weg von den 6,1, die wir im Datenblatt gesehen haben, aber ich habe das auch nicht erwartet, dass wir das wirklich erreichen. Ich nehme fast schon, das ist ein NEFZ-Wert, aber das schaue ich nochmal nach. Was ich jetzt sagen kann, ist, der Wagen hat die Distronic Plus, glaube ich, heißt sie an Bord, also den adaptiven Tempomaten von Mercedes. Und der macht gekoppelt mit dieser Neungang-Automatik hier einen richtig guten Job. Ich merke den eigentlich fast gar nicht. Der arbeitet sehr sanft, sehr feinfühlig. Das Einzige, was nicht so schön ist, dass er noch nicht so vorausschauend arbeitet, dass er also erkennt, wenn ich zum Beispiel die Spur wechseln will, da reagiert er ein bisschen zu spät, dass er dann zum Beispiel wieder anfängt zu beschleunigen. Aber ansonsten sehr unauffällig, sehr schön. Das gilt auch für die Automatik. Dass die schaltet, das merke ich hier im Grunde genommen fast gar nicht. Wo wir gerade über das Thema Antrieb sprechen, unser Fahrzeug hat ja nun die Top-Motorisierung an Bord und dieser 2 Liter Diesel, der hat eben nicht nur 239 PS, sondern auch 500 Newtonmeter maximales Drehmoment dabei. Und das sorgt hier für eine Sache, wo ich sage, das macht ihn wahrscheinlich ja zum aktuell schnellsten Reisemobil auf dem Markt, denn der hat eine Höchstgeschwindigkeit von 215 Kilometern pro Stunde. Und da ich hier gerade eine schöne, große, freie Autobahn habe, probieren wir das mal ganz kurz aus. Verzeiht mir das bitte beim Thema Verbrauch, aber ich denke, man muss einmal ausprobieren, wie fühlt sich das an, wenn man in einem Reisemobil über 200 fährt. Ich kann euch jetzt schon sagen, hier eine langgezogene Autobahnkurve, es gibt schönere Situationen und ich kann euch auch sagen, dass meine Frau auf dem Beifahrersitz gerade not amused ist, denn die sagt mir immer wieder, fahr nicht so schnell, Schatz. Und aktuell würde ich gerne schneller fahren, da will mich aber jemand nicht durchlassen. Ich glaube, der kann nicht fassen, dass hinter ihm ein Wohnmobil fährt oder ein Reisemobil fährt. Jetzt schauen wir mal, vielleicht macht er gleich ein bisschen Platz, dann können wir noch mal kurz vorbei. Okay, also jetzt haben wir die Gelegenheit, wir probieren es aus. Einmal Vollgas in einem Marco Polo 300D. Wie ihr sehen könnt, er ist jetzt bei 200 und wie ich auch sehen kann, ist die Lenkung im Auto, die ist schön präzise, aber der Wagen neigt sich doch so ein bisschen nach außen. Ich werde jetzt, glaube ich, aktuell nicht viel schneller, sonst kriege ich von der rechten Seite dann die sogenannte Watschen, denn da ist die Nervosität spürbar. Einmal kurz Topspeed und dann werden wir langsamer, da
nach vorne, da habe ich eh nicht schneller als wir sehen können. 210, kein Problem. Aber was ihr hört, es wird im Auto deutlich lauter. Ist aber bei so einem großen Fahrzeug kein Wunder. Jetzt heißt es wieder 130, denn das ist die Vorschrift hier. Und nebenan höre ich jemanden leichter und ruhiger atmen. Daher werden wir uns jetzt wieder an die Geschwindigkeitsbegrenzung, die jetzt vorgegeben ist, halten. Da wir jetzt MBUX auch in dem neuen Marco Polo finden, haben wir hier natürlich jetzt auch die Möglichkeit, die neue Sprachsteuerung von Mercedes zu nutzen. Und das ist wirklich so, dass ich sagen kann, ich kann sehr viele Befehle einfach ja, so geben, als würde ich sie einem Freund oder meinem Beifahrer zu rufen. Das funktioniert nicht immer, sorgt manchmal für recht lustige Ergebnisse, aber ist trotzdem ein Riesenkomfortplus und auch ein Sicherheitsplus, denn die meisten Sachen funktionieren gut. Wir probieren es jetzt einmal mal aus. Hey Mercedes. Was kann ich für dich tun? Mir ist warm. Okay, ich drehe die Temperatur auf der Fahrerseite auf 18 Grad runter. Wie ihr seht, funktioniert in diesem Fall einwandfrei. Das geht auch mit Navigationspunkten. Das geht, wenn ihr sagt, ich habe Hunger, dann sucht ihr euch Restaurants und so weiter und so fort. Dinge, die ihr vielleicht schon aus anderen Mercedes-Modellen kennt. Aber ich finde, gerade für so einen Campervan ist es einfach sehr praktisch, wenn mich das Auto so unterstützt. Das Geräuschniveau hier im Fahrzeug ist im Grunde genommen wirklich gut. Man merkt, dass der Wagen gut gedämpft ist, gut verarbeitet ist, aber es ist natürlich ein großes Auto. Das heißt, wir haben hier viele, sag mal, Flächen, die einfach auch Schall übertragen. Und das merkt man, wenn man schneller fährt. Also bei langsamer Fahrt, so wie jetzt, ist es überhaupt kein Thema. Wir fahren knapp über 80, ganz entspannt, höre ich eigentlich gar nichts. Wenn ich schneller fahre, so 120, 130, dann kommen natürlich Windgeräusche dazu, auch bei der großen Fläche des Fahrzeugs. Aber ich finde, im Grunde genommen ist das Geräuschniveau für ein Fahrzeug mit diesem Volumen völlig okay. Und es ist natürlich etwas, an das man sich gewöhnen muss, wenn man normalerweise nur mit dem PKW unterwegs ist. Wenn wir uns das Heck unseres Marco Polo anschauen, dann fällt erstmal auf, ja, der ist wirklich groß. Fast 2 Meter hoch, über 2 Meter breit und das sorgt eben für diese Schrankwandoptik. Ansonsten haben wir hier diese große Glasfläche, die halt auch abgedunkelt ist, in die man so gar nicht reinschauen kann. Wenn ich das so mache, dann geht's. Kann ich zumindest ein bisschen was erkennen, aber sie sorgt für ein bisschen Privatsphäre. Dann hier ist das Heck unterteilt durch diese Chromspange und wir haben hier bei uns am Fahrzeug unten einen etwas sportlicheren Heckstoßfänger. Es liegt eben wieder an der AMG-Line und deshalb haben wir auch hier oben diese Abrisskante, die so ein bisschen an Dachkanten-Spoiler erinnern soll. Und ob die mehr Anpressdruck bringt oder nicht, weiß ich nicht, aber sieht auf jeden Fall sehr nett aus. Wichtig noch für alle, die einen Hänger ziehen wollen, der Marco Polo darf bis zu 2,5 Tonnen gebremst ziehen. Also das heißt, wenn euch das im Platz nicht reicht, könnt ihr jederzeit auch noch einen Anhänger dranhängen. Wenn wir hier bei dem Marco Polo über das Thema Basisausstattung sprechen, dann gibt es da schon ein bisschen was, was das Fahrzeug mitbringt. Ihr habt zum Beispiel ein Multifunktionslenkrad mit an Bord, ihr habt zum Beispiel eine Klimaanlage mit an Bord, ihr habt zum Beispiel bei den Assistenten erwähnten Tempomaten mit an Bord und so ein paar andere Sachen natürlich auch. Und dann kommt die Liste hier mal mit den Dingen, die wichtig sind bei der Serienausstattung, dass ihr mal so einen Überblick kriegt. Und dann ist es wieder Mercedes typisch. Ihr könnt natürlich sehr viel dazu bestellen. Einiges in sinnvollen Paketen zusammengefasst. Auch da mal die wichtigsten Dinge, dass ihr mal seht, was denn so ein Marco Polo alles bieten kann, wenn ihr es denn wollt. Wenn ihr euch für ein Marco Polo interessiert, dann müsst ihr mindestens rund 43.500 Euro auf den Ladentisch legen. Denn dafür gibt es den kleinen Motor, also den 170D. Der hat 102 PS, frontgetrieben. Als, ich glaube, Activity heißt die Ausstattung. Und das heißt, ihr habt nicht die große Küche an Bord. Wenn ihr dann den Marco Polo haben wollt, den wir fahren, also den 300D als Marco Polo mit der großen Küche, dann werden mindestens rund 67.500 Euro fällig. Das ist schon habt mehr, aber dafür habt ihr dann eben auch den großen Motor unter der Haube. Und der Marco Polo hat natürlich eben mehr Ausstattung. Und wenn ihr dann aber das Auto fahren wollt, das wir hier fahren, also mit all den zusätzlichen Features an Bord, dann liegt der Endpreis dann doch eher bei so rund 85.000 Euro. Also das ist dann wieder, wie ich immer so schön sage, ein ordentlicher Schluck aus der Pulle. Dann habt ihr aber auch ein wirklich voll ausgestattetes Auto. Das Einzige, was mir hier tatsächlich fehlt, ist im Moment zum einen mehr Assistenzsysteme, gerade wenn es um das Thema Spurhalteassistent geht, gibt es aber leider fürs Auto nicht. Und was unser Wagen nicht hat, das ist wirklich schade, er hat die Markise nicht. Die hätte ich wirklich gerne und die ist gar nicht so teuer. Die kriegt man für unter 1.000 Euro und das finde ich einfach bei so einem Auto gehört so eine Markise dazu, denn das ist ein echtes Komfort plus, wenn man auf dem Campingplatz steht oder irgendwo auch wild mal kurz anhält, weil man im Zweifelsfall sich vor dem Wetter schützen kann, entweder vor der Sonne, darunter bequem im Schatten sitzen kann oder wenn es regnet, eben den Platz vor dem Auto, da man ein- und aussteigt, einfach ein bisschen sauberer hat. Das finde ich hier ein bisschen schade, hätte ich gerne gezeigt. Im Grunde genommen hat der Marco Polo genug Kofferraum, aber ihr habt hier hinten halt so ein paar Sachen drin,
die ihr vielleicht mitnehmen möchtet. Und wenn ihr dann neben dem, was ich euch gleich noch zeige, auch noch zum Beispiel 4 Schlafsäcke einpackt, könnt ihr sehen, 1, 2, 3, 4, ist das relativ voll. Wir hatten da hinten 2 Schlafsäcke drin und Bettzeug, weil meine Frau und ich haben Bettzeug genutzt, die Kids im Zelt Schlafsäcke, war der Raum auch schon voll. Dann habt ihr nicht mehr so viel Ablageflächen. Ihr habt zwar noch die Schränke hier an der Seite, die auch nicht klein sind, aber ich denke so für 4 Leute eine ganze Woche wird das Ganze enger. Da könnt ihr reinschauen, ist schon ganz ordentlich, aber wirklich für 4 Leute eine Woche, egal. Was ihr hier außerdem findet, ist hier drinne unter einer zusätzlichen Abdeckung die Gasflasche, zwar für den Gaskocher vorne, die ist separat nochmal in einem Behälter drin, sodass sie crashsicher aufgehoben ist und dass da nichts passiert, kommt man sehr gut dran. Und ihr findet hier auch noch den Anschluss für die Außendusche, denn ihr könnt hier eine Dusche montieren, könnt ihr zumindest draußen mal abduschen. Und diese Dinge, die findet ihr, ich schmeiß die mal kurz da durch, hier drunter. Denn hier drunter, das Ding könnt ihr hochklappen. Und darunter findet ihr unter anderem 2 Campingstühle. Darunter findet ihr unter anderem bei uns jetzt zumindest die ganzen Adapter oder das Verlängerungskabel, um den Wagen auf dem Campingplatz an den Strom anzuschließen. Und darunter findet ihr auch 2 so kleine Auffahrrampen, dass ihr das Auto gerade stellen könnt. Die kann ich euch mal zeigen, die sind mit dabei. Seht ihr hier, dann, wenn das Auto irgendwo schräg steht, dass ihr nicht schief im Auto schlafen müsst. Diese Ablage ist im Grunde genommen sehr gut, die kann man auch rausnehmen, aber das klaut natürlich Kofferraumvolumen. Und falls es hier oben voll sein sollte und ihr wollt hier oben nicht aufklappen, könnt ihr auch hier unten den Reißverschluss nutzen und die Sachen quasi von unten rausnehmen. Außerdem ebenfalls hier versteckt ist der Tisch für außen, für die Außennutzung. Und zwar, mal kurz aufmachen hier, so, den könnt ihr rausnehmen. Ist dann aufklappbar. Was mir hier gut gefällt ist, das zeige ich euch kurz, wenn ihr den aufklappt, ihr habt jedes einzelne Bein in unterschiedlicher Höhe einstellbar. Und das heißt, ihr könnt diesen Tisch auch auf wirklich unebenen Untergründen sicher verstauen, ohne dass er klappert, ohne dass er stört. Und habt damit auf jeden Fall den, sag mal, Komfort beim am Tisch sitzen, den ihr euch wahrscheinlich wünscht. Wie gesagt, das ist so das, was hier an Kofferraumvolumen aktuell zur Verfügung steht. Ihr könnt natürlich die Sitzbank ein Stück weiter vorfahren, das haben wir zum Beispiel auch gemacht, dann habt ihr wesentlich mehr Volumen. Aber denkt dran, alles was ihr hier hinten reinpackt, muss im Zweifelsfall weg, wenn ihr hier schlafen wollt. Wenn ich über Mercedes spreche, brauche ich eigentlich nicht so viel sagen, wenn es um das Thema Qualität und Materialauswahl geht. Und das ist hier eigentlich beim Marco Polo ganz ähnlich. Ich finde hier schöne Oberflächen, das sind Lederoptiken, in dunkel und hell gemischt, also auch eine schöne Farbmischung. Ich habe hier bei uns, weil wir die Edition fahren, im Cockpit so eine Carbon-Optik, die das Auto, ja, wie ich finde, sehr viel moderner dastehen lässt, als wenn das Holzoptiken wären. Und ich habe hier selbst im unteren Bereich in der Mitte Soft-Touch-Materialien, also insgesamt sehr hochwertig und genau so, wie ich meinen Mercedes innen vorstelle. Was ich hier noch nicht habe, das ist das neue Lenkrad. Also hier gibt es noch keine Touch-Sensoren. Ich habe hier das ganz normale Mercedes-Lenkrad, wo ich links mein normales kleines Menü hier vorne bedienen kann und rechts den neuen Touchscreen aus der Mittelkonsole. Willkommen im Interieur des Marco Polo. Wenn ihr euch hier umschaut, findet ihr zuallererst mal wirklich schöne Materialien. Wir haben hier einen Fußboden, das ist so schiffsbodenmäßig von der Optik, sieht wirklich schick aus. Wir haben einen Farbmix aus Schwarz, aus diesem Creme oder Beigefarben und hier diesen metallischen Elementen. Und das Ganze sorgt einfach für, ja, so eine Wohlfühlatmosphäre. Und wenn ihr euch das Ganze hier anschaut, der Wagen bietet eigentlich alles, was man braucht. Wir haben hier vorne eine Schublade zum Rausfahren fürs Besteck. Wir haben hier in der Mitte eine Schublade, wirklich ordentlich, da könnt ihr alles Mögliche reintun, Teller, Tassen, was auch immer ihr wollt. Wir haben hier drunter ein Schiebefach, da könnt ihr schon sehen, da ist ein Teil drin, das ich später noch erkläre, zweigeteilt, also wirklich auch da viel Platz. Und ihr habt hier vorne nochmal Platz, ein großes Fach, wo man sehr schön auch hoch kann, zum Beispiel Flaschen reinstellen könnte. Dafür gibt es aber noch etwas Spezielles, nämlich hier oben den Kühlschrank, in den ihr problemlos hochkant auch größere Flaschen stellen könnt. Da sage ich allerdings nur Obacht mit der Kühlauswahl, denn wir haben das eingestellt gehabt auf Stufe 6 und da hatten wir hinterher leider gefrorenen Wein im Kühlschrank. Das Geld hole ich mir von Mercedes zurück, denn der ist hin. Und daher auf Stufe 2, also da wäre es praktischer zum Beispiel, wenn Mercedes anzeigen würde, wie viel Grad er hat, aber egal. Hier findet ihr ein Kochfeld mit 2 Flammen, mit Gas. Und hier hinten findet ihr dann nochmal ein Waschbecken mit einem aufstellbaren Wasserhahn. Übrigens mit warmen und kaltem Wasser, was ich ganz erstaunlich finde. Gut, auch zum Thema Verarbeitung, wenn ihr so eine Schublade aufmacht und macht sie wieder zu. Das ist so ein Soft-Close, das heißt, die schließt automatisch, finde ich persönlich sehr, sehr ordentlich. Ein weiteres Fach verbirgt sich übrigens hier hinter dem Marco Polo Logo. Einmal drauf gedrückt und auch da kann man wieder etwas unterbringen.
So, jetzt haben wir 500 Kilometer erreicht und schauen mal nach dem Verbrauch. 8,4 Liter sind es immer noch im Durchschnitt, das trotz unseres etwas flotteren Ausritts mit über 200 Kilometern pro Stunde. Ich war zwischendurch danach mal so bei 8,6, aber mittlerweile waren wir zwischendurch kurz bei 8,3, jetzt wieder bei 8,4. Ich denke, das ist ein Wert, an den wir uns gewöhnen sollten. Aber wir schauen uns mal an, wie es aussieht, wenn wir auf unserer Zwischenetappe ankommen. Das ist in rund 140 Kilometern der Fall. Und ich bin mal sehr gespannt, wie der Tagesdurchschnitt dann aussieht. Natürlich bietet der Marco Polo reichlich Ablagemöglichkeiten, das muss auch als Reisemobil, aber mich interessiert jetzt erstmal nur die, ja, die ich während der Fahrt brauche. Und da finde ich hier vorne als Fahrer in der Tür eine große Ablage unten, vorne mit Getränkehaltern, da hinten große Fächer, da passt wirklich reichlich rein. Das gleiche natürlich auch wieder auf der Beifahrerseite. Ich habe hier in der Mittelkonsole im vorderen Bereich unten ein großes Fach, dahinter zwei Becherhalter. Und ganz wichtig, ich habe keine klassische Mittelkonsole, wie ich sie hier zum Beispiel von der V-Klasse kenne. Die gibt es hier überhaupt nicht. Hier ist ja der Durchgang und der muss auch da sein, denn sonst kann ich zum Beispiel die Sitze nicht so einfach drehen und sonst kann ich eben auch nicht von hier vorne nach hinten durchlaufen. Dann gibt es natürlich auf der Rückbank auch noch ein bisschen was, aber da ist das Ganze eingeschränkt, denn auf der einen Seite ist die Küche, da geht also gar nichts. Und deswegen gibt es auf der anderen Seite, das ist die neben der Schiebetür, da gibt es dann nochmal im unteren Bereich einen großen Flaschenhalter und oben nochmal eine Halterung, wo ich einen Becher oder eine Tasse reinstellen kann. Das war es hier im Grunde genommen Ablage. Es gibt hier oben keine, denn da ist das Dach, das ich aufstellen kann. Eine weitere Ablagemöglichkeit, die gibt es zum einen auf der Beifahrerseite, nämlich so ein kleines Netz, wo man Sachen reinlegen kann. Und so etwas finde ich zum Beispiel auch auf der Rückseite des Fahrer- und Beifahrersitzes. Da können eben die Passagiere noch Kleinigkeiten verstauen. Für unseren Marco Polo gibt es unterschiedliche Dieselantriebe. Der kleinste ist ein 1,7 Liter mit 102 PS, der nächste höhere hat 136 PS, ist dann aber ein 2 Liter Diesel. Die beiden werden immer mit einer manuellen 6-Gang-Handschaltung geliefert und treiben immer die Vorderachse an. Es gibt aber dann die Variante für diesen 136 PS 4-Zylinder Diesel und weitere 4-Zylinder Diesel bis hoch zu 239 PS, die dann die Hinterachse antreiben und das über ein 9-stufiges Automatikgetriebe. Wer beim Fahrzeug gerne Allrad haben möchte, kann das auch, zumindest für einige dieser Antriebsversionen, kostet allerdings dann rund 4.100 Euro. Wer hier im Marco Polo sowas sucht wie ein voll digitales Cockpit, Fehlanzeige. Hier gibt es Rundinstrumente, in der Mitte ein kleines Display, wo die wichtigsten Informationen angezeigt werden, so wie bei uns gerade die Informationen zur Reise. Und dafür gibt es aber hier in der Mittelkonsole mittlerweile ein bisschen was Größeres. In der Basis 7 Zoll, wir haben die aufpreispflichtige Variante hier, das ist ein 10,25 Zoll Touchscreen. Es gibt mittlerweile hier natürlich auch MBUX an Bord, inklusive der Sprachsteuerung, inklusive der Navigation und allem, was ihr dazu schon kennt. Und mittlerweile, das finde ich einen großen Schritt, nicht nur für den Marco Polo, sondern auch für die V-Klasse im Allgemeinen. Es gibt endlich Apple CarPlay und Android Auto und das finde ich persönlich wirklich sehr wichtig. Denn somit kann ich mein Telefon tatsächlich vernünftig im Auto nutzen. Wobei hier auch wichtig ist, es gibt hier immer wieder kleine Kollisionen, wenn ich Apple CarPlay zum Beispiel benutze, wie es bei mir der Fall ist, und dann aber sage, ich möchte die Sprachsteuerung von vom MBUX nutzen. Das ist noch nicht so hundertprozentig, sag mal, kompatibel oder homogen. Aber ansonsten bin ich erstmal happy, dass ich Apple CarPlay habe, denn das ist für mich gerade bei so einem modernen und neuen Auto und vor allem auch hochpreisigen Auto einfach ein Muss. So, jetzt haben wir nicht ganz 630 Kilometer geschafft und haben noch so rund 12 Kilometer sind es noch bis zum Ziel. Bevor wir von der Autobahn runterfahren, nochmal kurze Zusammenfassung. Wir haben jetzt bis hierhin es geschafft, unseren Verbrauch runterzudrücken auf 8,2 Liter je 100 gefahrene Kilometer. Das finde ich ein vernünftiger Wert ist. Natürlich immer noch nicht bei 6,1, aber trotzdem mal wieder 0,2 weniger als vorher. Ich bin aber auch wirklich fast die ganze Zeit mit dem Tempomat mit 130 gefahren oder halt weniger, wenn es so vorbestimmt war. Der Wert ist völlig in Ordnung. Ich kann jetzt nach dieser Etappe auf jeden Fall schon mal sagen, die Sitze, obwohl mir die Beinauflage immer noch zu kurz ist, sind nach wie vor wirklich sehr bequem. Das Auto lässt sich sehr schön auf der Strecke fahren, hinterlässt bei mir eigentlich einen sehr positiven Eindruck. Und auch mit dem Verbrauchswert kann ich bei so einem großen Auto, das glaube ich ein Maximalgewicht von 3,1 Tonnen hat, mehr als gut leben. Und wir werden jetzt hier in der Region Hannover noch so ein bisschen die nächsten anderthalb Tage so ein bisschen spazieren fahren, bevor wir uns da wieder auf den Rückweg machen. Und natürlich gibt es während der Zeit noch den Blick auf das Thema Übernachten zu viert, wenn es dann klappt, in unserem Marco Polo. Wenn ihr die Sitzbank zu einer Liegefläche machen wollt, dann zieht ihr zuerst einmal die Sitzbank vor.
Als nächstes entfernt man die Kopfstützen und steckt sie in die dafür vorgesehenen Halterungen auf der Rückseite der Sitze. Jetzt lässt sich die Sitzbank problemlos elektrisch umklappen. Das Geräusch, das ihr jetzt hört, das ist das Entweichen der Luft aus den Seitenwangen der Sitze. So, fertig ist die Liegefläche, nur noch hinten die Unterbrechung schließen und die Matte drauflegen. Fertig. So, wir haben unsere Nacht, also die zweite eigentlich schon, im Camper hinter uns. Fahren jetzt bei 694 Kilometern los mit einem angezeigten Verbrauch von 8,3. Hat sich nichts dran getan, obwohl wir so ein bisschen in Hannover und Umgebung unterwegs waren und haben jetzt hier am Steinhuder Meer übernachtet. Was wir jetzt wissen ist, wir werden wahrscheinlich keine Camper mehr, zumindest nicht die ganze Familie, sind nicht alle so richtig begeistert. So übrigens geht Camping, also Camping entspannt, das merke ich sofort. Die Aggressionsniveau ist irgendwo hier und da sind die Dummen. Ja, da sind die. Camping. Camping ist das für die ganze Familie. Macht keinem Spaß, aber sind alle zusammen. Super. Und wir schauen jetzt mal auf den Weg zurück, wie sich denn unser Verbrauch so entwickelt, wenn wir die nächsten, ich glaube, es sind 600 und ein paar tote Kilometer Richtung Heimat fahren. Eine wichtige Neuerung in unserem Marco Polo hier ist das sogenannte Mercedes-Benz Advanced Control, MBAC. In der Kurzform, und das finden wir hier unter dem Menüpunkt Mercedes-Benz Advanced Control. Das ist im Grunde genommen unsere Steuereinheit für den ganzen Marco Polo. Wir schauen uns das mal an. Wenn ich da draufklicke, habe ich unterschiedliche Systeme zur Auswahl. In der Übersicht sehe ich Licht, Kühlbox, Außentemperatur, Heizung, Frischwasser, Aufstelldach, Zusatzbatterie, Grauwasser und mein Marco Polo. Also eine Menge Möglichkeiten, hier Dinge zu erledigen. Das ist nochmal unterteilt in den Bereich Wohnen, Licht, Versorgung, Fahrzeug und Einstellungen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auf dem Bereich Wohnen sind, dann können wir hier das Soundsystem einstellen. Wir können die Heizung einstellen, sehr wichtig, wenn man eben im Fahrzeug ist und will hier zum Beispiel übernachten. Der Wagen hat eine Standheizung. Wir haben die hier auf 18 Grad eingestellt und ich kann so viel sagen, das war mehr als ausreichend. Wenn es ein bisschen kalt wird, dann stellt man sie halt einen Tacken höher, geht auf 19 oder wenn es hart auf hart kommt, vielleicht auch auf 20 Grad. Die stellt sich relativ schnell auf die Umgebung ein und sorgt dafür, dass es hier im Innenraum, wenn man zum Beispiel schlafen will, im Winter draußen einfach mollig warm bleibt. Wenn wir weiterschauen, da gibt es hier das Aufstelldach. Und ich kann hierüber das Aufstelldach auf- und zufahren. Das geht allerdings nur im Stand. Und wichtig dabei ist, ich sollte eine Tür offen haben oder die Schiebetür offen haben. Oder wie hier zum Beispiel, wenn ich das mache, das Fenster aufmachen. Dann kann ich hierüber das Aufstelldach, das aktuell den Status ausgefahren hat, einfahren. Das kommt vorher sowohl beim Auffahren, Rausfahren wie auch beim Reinfahren nochmal eine Warnmeldung. Nichtsdestotrotz. Man sollte sich eben vergewissern, ob nichts im Weg ist. Also gerade beim Ausfahren, wenn man irgendwie unter Bäumen parkt, geht das schnell in die Hose. Da lieber noch einmal mehr gucken. Deswegen hält es auch zwischendurch noch einmal an. Das müsst ihr jetzt gleich irgendwann machen. Ist beim Aufstellen auch das Gleiche. Auch da, es fährt hoch bis zu einem gewissen Punkt, so wie jetzt auch, hält an und will quasi dann nochmal die Bestätigung, dass es ganz zufahren kann. Hier ist wichtig beim Runterfahren, dass eben alles verstaut ist und nicht mehr oben im Bett noch Kissen liegen oder vielleicht Spielzeuge oder Kuscheltier oder ähnliches. So, jetzt fährt es ganz runter. Und jetzt kommt hier die Bestätigung, Status eingefahren. Sehr praktische Geschichte. Ich kann hier das Schiebedach, das wir im Auto haben, ebenfalls öffnen und schließen. Übrigens, bei dem Schiebedach muss ich ganz ehrlich sagen, normalerweise bin ich kein Fan von Schiebedächern. Braucht man eigentlich heutzutage gar nicht mehr. Aber hier ist es so, während des Autofahrens interessiert mich das überhaupt nicht. Aber wenn ihr oben schlaft und das Schiebedach über euch habt, könnt ihr quasi in den Himmel gucken, während ihr in eurem Bett liegt. Und das hat tatsächlich was, es ist was Besonderes. Außerdem sorgt es für frische Luft da oben, denn im Sommer kann es da oben auch mal heiß werden. Dann haben wir hier den Bereich Licht. Hier kann ich meine Lichter ein- und ausschalten. Ich kann zum Beispiel Lichtszenarien wählen, die ich sie gerade haben möchte. Also hier zum Beispiel sagen, am Tisch möchte ich mehr Licht haben, ich möchte es zum Essen haben, ich möchte das Hauptlicht anhaben, ich kann Ambient Light ein- und ausschalten. Also gibt es also einige Möglichkeiten. Dann das Thema Versorgung. Hier sehe ich zum Beispiel die Information zur Zusatzbatterie, wie ist der Ladestatus. Ich sehe die Information über den Frischwassertank, der bei uns Gott sei Dank voll ist. Und ich sehe den Bereich Grauwasser, da ist bei uns nicht viel passiert. Beim Fahrzeug habe ich noch diese Informationen, mein Marco Polo mit ein paar Maßen, die jetzt nicht so wichtig sind. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, über die Einstellungen zu gehen. Was wichtig ist dabei, das Ganze, was ich hier an Auswahl habe, finde ich auch nochmal in der App. Mercedes war so nett und hat mir hier ein Telefon dazugelegt, das könnt ihr hoffentlich sehen. Das ist im Endeffekt das Gleiche nochmal in grün. Hier kann ich im Endeffekt auch all die Dinge einstellen,
über meine App, die ich hierüber einstellen kann. Was nicht geht in der App, und das finde ich ein bisschen schade, ich kann das Fahrzeug nicht verriegeln bzw. entriegeln. Und das fände ich persönlich ganz praktisch, wenn ich zum Beispiel im Bett liege, und das habe ich gehabt, die Sitze sind umgedreht, hier ist alles, naja, voller Zeug. Und ich will dann sagen, ach Mensch, ich will schlafen, möchte nicht, dass da jemand heute Nacht ans Auto kommt. Ich verriegel mal kurz per App, denn das Handy habe ich normalerweise bei mir. Dann geht das nicht, finde ich sehr schade. Geht aber im Zweifelsfall über die Mercedes Me-App. Ja, das war das hier zu dem neuen System, von dem ich denke, dass Mercedes wirklich nachgedacht hat und wirklich hier mir die Möglichkeit gibt, mein Auto sehr einfach und sehr ordentlich zu bedienen und vor allen Dingen auch so einzustellen, wie ich es gerne haben möchte. So, 900 Kilometer sind wir jetzt insgesamt unterwegs und ich habe zwischendurch kurz getankt, das war so bei Kilometer 750 und das Spannende ist, der Wagen zeigt mir dann an eine Reichweite von 850 Kilometern. Fand ich schon sehr ordentlich. Wir hatten zu dem Zeitpunkt noch eine Restreichweite, die passt genau dazu, das waren nämlich 150 ungefähr. Und wir haben es jetzt geschafft, ohne irgendwie darauf zu achten, den Verbrauch auf 8,1 runterzudrücken. Ich bin jetzt tatsächlich die Strecke hier fast nonstop 130 mit Tempomat gefahren und bin nach wie vor echt angetan davon, weil das ist komplett entspannt. Was ich mir wünschen würde hier, wäre ein aktiver Spurhalteassistent, dass man da noch so ein bisschen mehr Unterstützung sieht, hat der Wagen aber leider nicht an Bord. Ich habe aber gesehen, es gibt fürs Auto optional ein Assistentpaket. Das blende ich euch mal kurz ein mit Preis und auch mal kurz, was dazugehört. Das Problem so ein bisschen für mich hier bei diesem Beitrag ist, dass Mercedes zu dem Auto keine Preisliste mehr rausgibt, sondern dass man alles über den Konfigurator macht. Und das wirkt immer so ein bisschen wie vorkonfigurierte Fahrzeuge, die ich dann noch anpassen kann. Also das heißt, ich kann nicht in der Preisliste gucken, das ist Serie, das ist keine Serie. Aber ich versuche euch mal so ein paar Sachen rauszupicken, dass ihr das dann trotzdem seht und werde auch noch mal, bevor ich die abschließende Moderation mache, noch mal recherchieren, ob ich doch noch irgendwo noch ein Dokument finde, vielleicht von der Fahrveranstaltung der V-Klasse zum Beispiel, wo ich diese Informationen noch etwas anders aufgebröselt finde. Aber wie gesagt, so, wir haben jetzt die 900 Kilometer geknackt, wir haben noch 480 Kilometer vor uns heute und ich bin nach wie vor gespannt, ob wir es schaffen, unter die 8 Liter zu kommen. Sind jetzt insgesamt 9 Stunden 57 Fahrzeit. 9 Stunden 57 Fahrzeit und wir haben aktuell eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 90 Kilometern pro Stunde. Und ich melde mich dann wieder, wenn wir, sag mal so, die 1100 Kilometer auf der Uhr haben, also so in ein, zwei Stündchen wissen wir mehr, ob wir vielleicht 8 Liter tatsächlich schaffen. So, ich habe nochmal nachgeschaut, Thema Assistenzsysteme. Unser Fahrzeug hat in der Basis leider so gut wie gar nichts. Also wir haben ein Tempomat ist mit an Bord, einen Aufmerksamkeitsassistent, das war es dann aber auch schon. In der Basis habt ihr selbst beim Spurhalteassistenten schon extra zu zahlen, und zwar, ich glaube, so rund 650 Euro kostet das Ding, aber der Preis ist übrigens inklusive 19% Mehrwertsteuer. Ist dann aber kein echter aktiver Spurhalteassistent, sondern nur so ein Vibrieren in der Lenkung, wenn ihr ohne zu blinken eine Linie überfahrt. Nichtsdestotrotz gibt es aber natürlich Pakete, die ihr kaufen könnt. Unserer hier in der Edition, der hat diesen Spurhalteassistenten serienmäßig mit an Bord, genauso wie unter anderem den Blindspot Assist, also diesen Totwinkelwarner, der auch gut funktioniert. Wichtiger ist aber dieser adaptive Abstandshalter, denn diese Distronic, die macht nach wie vor einen richtig guten Job. Also das ist wirklich eine Freude, damit zu fahren. Das ist eine echte Unterstützung und ein echtes Komfort plus. Welche Assistenten es fürs Fahrzeug noch gibt und welche wir hier an Bord haben, das blende ich euch jetzt mal kurz ein, dass ihr eine Liste habt und sehen könnt, was habe ich wirklich in der Basis. Die Liste ist relativ kurz. Und was kann ich bestellen? Da wiederum gibt es dann schon ein paar Sachen. Das fängt mit Parkpiepern an, mit einer Rückfahrkamera, 360-Grad-Kamera. All solche Dinge könnt ihr dazu bestellen. Und normalerweise haben wir es bei Mercedes ja immer so, wenn ihr das Paket bestellt, das Fahrassistenzpaket, dann sage ich mal, dann habt ihr eigentlich quasi teilautonomes Fahren. Das ist hier leider, wie gesagt, nicht der Fall. Das funktioniert bei der V-Klasse leider noch nicht. Um hier drin wirklich für sich zu sein, gerade auf dem Campingplatz, gibt es natürlich die Möglichkeit, den Wagen rundherum zu verdunkeln. Das klappt an den Scheiben hier hinten relativ gut mit diesen Rollos. Die sind wirklich überall. Und damit habe ich tatsächlich die Menge Privatsphäre, die ich mir vorstelle. Funktioniert super. Sieht vernünftig aus und ist absolut blickdicht. Für vorne hat sich Mercedes etwas anderes einfallen lassen. Das habe ich jetzt hier noch eingepackt.
Das ist ein großer Vorhang. Der wird vorne hier über den Rückspiegel gehängt und dann mit diesen Schlaufen an den Sonnenblenden befestigt und an der Seite mit diesen Saugnäpfen an den Scheiben festgemacht. Im Grunde genommen funktioniert das. Aber der Nachteil ist, ich kann dann die Tür nicht mehr aufmachen, denn dann spannt das Ganze und die Seitenhalterungen reißen ab bzw. lösen sich vom Fenster. Es ist nicht einfach anzubringen und es ist an den Seiten auch nur bedingt blickdicht. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat sich einfach Volkswagen mit dem California besser präsentiert, denn da gibt es vorne die ins Fahrzeug eingebauten Jalousien und es gibt an der Seite einzelne Elemente, die über Magnete funktionieren. Und da ist einfach der Vorteil, ich kann jederzeit die Türen öffnen oder schließen, wenn ich an irgendwas ran will und muss nicht wieder hinterher alles erstmal von innen wieder lösen. Und zumal diese Sachen hier keine Möglichkeit bieten, gelöst zu werden, man muss sie wirklich abziehen. Finde ich persönlich nicht optimal gelöst. So, 1100 Kilometer sind geschafft. Wir haben jetzt wieder einen Verbrauchswert erreicht von 8,1 Liter. Hat sich also nicht wirklich was getan. Und die Durchschnittsgeschwindigkeit ist bei 92 km pro Stunde, gesamte Fahrzeit 11 Stunden 48. Also ich sag mal so, die 8, die sehe ich noch nicht. Also ich habe zwischendurch, waren wir wieder auf 8,2. Der pendelt hier die ganze Zeit so zwischen 8,2 und 8,1. Ich glaube, dass wir nur sehr, sehr schwer unter die 8 Liter kommen werden, aber egal. Ansonsten nach wie vor, das Auto ist bequem, wobei ich jetzt merke, wir sind die letzten Tage, eigentlich die letzten Wochen relativ viel auf lange Strecken gefahren. Mein Hinterteil hat irgendwie keine Lust mehr auf Autofahren. Aber egal. Im Grunde genommen ist der Wagen nämlich echt bequem. Was tatsächlich auch sehr positiv auffällt nach wie vor, ist das Fahrwerk im Auto. Gerade auf der Autobahn, das schwebt halt so ein bisschen über die Strecke, fährt sich wirklich sehr gut. Die Lenkung ist auch sehr schön, präzise genug, ohne nervös zu sein. Wichtig ist aber beim Auto auch aufgrund des Gewichts, wenn ihr schnelle Kurven fahrt, also zügiger fahren wollt, gerade Landstraßenkurven, das haben wir schon gehabt, dann merkt ihr doch, dass der Wagen sich neigt. Und das ist eine Sache, an die man sich ein bisschen gewöhnen muss. Der liegt eigentlich gut, aber dieses Neigen haben wir heutzutage fast gar nicht mehr in den Autos. Und deswegen ist das gerade wieder eine neue Erfahrung. Aber ansonsten ist er wirklich sehr dynamisch, der Wagen, sehr fahrdynamisch für so ein großes Auto. Liegt aber sicherlich daran, dass wir eben auch den großen Motor mit 239 PS an Bord haben. Die gute Nachricht für alle großen Menschen, so wie mich zum Beispiel, mit aufgestelltem Dach und hochgeklapptem oberem Bett, gibt es hier drin eine maximale Stellhöhe von 2,35 Meter. Und das heißt, selbst Menschen wie ich können sich hier bequem bewegen, ohne sich den Kopf zu stoßen. Um das obere Bett zu nutzen, wird einfach bei aufgestelltem Hochdach an beiden Seiten diese Lasche hier entfernt und fertig. Hier oben kann man es richtig gut aushalten und wer hier oben schlafen darf, hat ganz klar in diesem Fahrzeug bei der Übernachtung den Jackpot gezogen. Denn hier gibt es nicht nur diese super Matratze mit diesem tollen Unterbau, denn diese Art von Lattenrost ist echt ultramodern und richtig bequem, sondern es gibt hier oben auch noch den Ausblick in die Sterne, wenn man es möchte, und zusätzlich die Möglichkeit, mehr frische Luft zu atmen, als man es sonst wohl bekommen würde. So, 1300 Kilometer, die haben wir jetzt geschafft und unser Verbrauchswert, der hier angezeigt wird, ist jetzt wieder bei 8,2 Liter. Ja, wie gesagt, da passiert nicht so richtig viel. Mal 8,1, mal 8,2. Ich denke, damit müssen wir uns abfinden. Wir haben jetzt noch etwas über 100 Kilometer vor der Nase, bis wir daheim sind. Und ich tippe mal drauf, das wird es dann auch sein. Übrigens haben wir heute einen Wert erfahren. Gucken wir, was uns gleich anzeigt, wenn er sich mit diesem... Hier kann man sehen, heute, also das ist am Start gewesen, 8,1. Über die ganze Strecke 8,2. Also deswegen sage ich, dieser Wert ist, glaube ich, langsam sich so ein bisschen in Stein gemeißelt. Wir gucken mal, wie es nach den letzten rund 100 Kilometern ausschaut und ich melde mich dann nochmal kurz vor der Ankunft und wie immer entscheidet sich das Ganze dann ja beim Tanken danach. Im Übrigen können wir festhalten, dass die Sitzbank im Fond auch nicht so ganz unbequem sein kann, denn meine Kinder haben zumindest von der heutigen Reise rund zwei Drittel verschlafen. So, ein paar Kilometer haben wir jetzt noch vor uns, aber wirklich nur noch so den letzten Schwung. Und wir haben es wieder geschafft. 8,1 ist das, was das Auto anzeigt, wenn es um den Verbrauch geht, im Durchschnitt während unserer Fahrt hier. Und dann haben wir insgesamt gemacht 1400 und dann noch ein paar kaputte Kilometer. Was ganz spannend ist, ich habe bei 750 Kilometern circa habe ich getankt. Das heißt, es sind 650 bis hierher. Und ich habe immer noch eine Restreichweite beim Reingucken.
von 252 Kilometern. Also der Wagen kann schon mehr oder weniger mit einer Tankfüllung bei normaler Fahrt einmal quer durch die Republik fahren. Finde ich persönlich gar nicht so schlecht. Jetzt bin ich allerdings mal gespannt, wie viel wir wirklich tanken. Und das finden wir dann gleich raus, wenn wir wie immer an der gleichen Zapfsäule, an der gleichen Tankstelle nachfüllen. Das war sie, meine Probefahrt im Mercedes-Benz Marco Polo 300D Edition. Bevor wir über das Fahren und den Verbrauch sprechen, noch kurz ein paar Worte zum Auto im Allgemeinen. Das Exterior-Design gefällt mir wirklich gut. Für einen Campervan finde ich ihn echt ansprechend und ich mag diese AMG-Optik an der Front. Die gibt dem Auto so den extra Pfiff. Wenn ich reinschaue, finde ich Mercedes. Zumindest was die Materialanmutung angeht, was die Verarbeitungsqualität angeht, das ist alles typisch Mercedes. Und nachdem man jetzt nach der Fahrvorstellung der V-Klasse im letzten Jahr nachgebessert hat und jetzt dieses 10,25 Zoll Touchscreen eingebaut hat, inklusive Apple CarPlay und Android Auto, muss ich sagen, ist der Wagen innen nochmal deutlich aufgewertet worden. Hinzu kommt, dass alles passt. Da quietscht nichts, da knirscht nichts, das ist alles wirklich gut verarbeitet. Und das Einzige, wo ich da ein bisschen was abziehen würde, wäre dieser Ausklapptisch, denn da gefällt mir der Fuß nicht. Der ist mir einfach ja, ein bisschen zu, in, wollte man sagen, im Rheinland sagt man, glaube ich, fimschig. Aber nichtsdestotrotz, ansonsten wirklich alles sehr hochwertig, alles ordentlich, gut gemacht. Thema Platzangebot. Für Fahrer und Beifahrer während der Fahrt super. Für zwei Leute hinten auf der Bank natürlich auch richtig viel Platz. Wenn es aber zum Schlafen geht, dann ist es so, dass große Menschen wie ich, wenn sie dann noch mit einer großen Frau wie meiner zusammen sind, weder unten noch oben zusammenschlafen können. Alleine ist unten gut, oben super, denn die Matratze da oben ist richtig klasse. Und so haben wir uns einfach das Auto geteilt und die Kinder stumpf in ein Zwei-Mann-Zelt ausquartiert. Dann ist es super. Meine Kinder haben sich allerdings beschwert, denn die hätten gerne im Auto geschlafen. Jetzt aber mal zum wichtigsten Thema, zum Fahren und Verbrauch. Das Fahren mit dem Wagen macht richtig Spaß. Diese 239 PS, die sorgen für richtig Vortrieb, wenngleich diese Höchstgeschwindigkeit von 215 km pro Stunde fast schon angsteinflößend ist. Zumindest bei meiner Frau auf dem Beifahrersitz war es so. Aber der Wagen liegt wirklich gut, macht auf der Autobahn richtig Spaß und ist dann noch, und das finde ich wirklich gut, ja, nicht ein großer Spritschlucker. Denn er hat angezeigt bei uns am Anfang ein bisschen mehr, so um die 9 Liter am Schluss, 8,1 Liter bei Ankunft hier in Landshut. Und das Ganze hat sich dann an der Tankstelle auch noch bestätigt. Nachgefüllt habe ich rund 115 Liter und das bei einer Gesamtfahrstrecke von 1412 Kilometern. Ergibt rein rechnerisch einen Durchschnitt von 8,17, also ganz klar keine Mogelei bei der Tankanzeige. Das Einzige, woran man sich hier gewöhnen muss, ist der Preis. Diese Campervans sind insgesamt sehr teuer und unserer hier kostet mit der Ausstattung, mit all den Extras und der Motorisierung rund 85.000 Euro. Ist richtig viel Geld, aber wie gesagt, bei den Top-Fahrzeugen ist das nicht ungewöhnlich, auch in Kalifornien, bewegt sich in ähnlichen Regionen. Wenn ich mir das Auto aber anschaue, ich habe wirklich alles mit an Bord, der ist komplett voll ausgestattet, bietet alles, was man sich von einem Camper wünschen kann. Das Einzige, was mir hier tatsächlich gefehlt hat, war die Markise. Und warum die nicht dran war, verstehe ich nicht, denn das gehört für mich zu so einem Campervan einfach dazu, denn die schützt mich eben sowohl vor Sonne wie auch vor Regen. Aber insgesamt muss ich sagen, wenn ihr solche Fahrzeuge mögt und ihr habt echtes Interesse an so einem Premium-Fahrzeug als Campervan, fahrt den Marco Polo auf jeden Fall einmal Probe. Mir gefällt er.